Also ich glaube, wir haben daran geglaubt, aber so, dass es wirklich passiert, ist halt jetzt gleich ein riesiger Moment für uns und ein mega wichtiger und sehr schöner Sieg. Ich glaube, wir waren als Team sehr, sehr kompakt gewesen. Wir waren immer füreinander da gewesen. Wir haben einander immer Mut gemacht. Ich glaube, in so einem Moment oder in so einem Spiel ist dann wirklich eine grosse Stärke, die wir haben, so den Zusammenhalt. Und wir haben einfach unglaublich viel Spass gehabt auf dem Feld. Wir haben es genossen. Wir haben zwei, drei Mal so ein bisschen eine Phase gehabt, wo es ein bisschen eng geworden ist. Aber dann haben wir eben wieder den Rücken von der anderen gespürt oder haben wir eben wieder den Rückhalt gehabt von der Partnerin. Und das ist halt einfach, ja, es ist sehr, es ist nicht nur ein schöner Sieg, sondern es ist auch wirklich ein cooles Spiel gewesen zum Spielen. Ja, wir wissen ja noch nicht gegen wer. Wir werden sicher wieder alles geben. Ich meine, es geht um den Einzug ins Halbfinale. Es ist nochmal etwas Spezielleres. Jetzt geht es darum, dass wir heimgehen, ausruhen und morgen wieder alles geben, was wir noch haben. Und wir freuen uns riesig auf ein Weiterspiel. Nein, ich glaube, für uns steigt der Druck nicht. Auch schon heute, ich meine, wir konnten relativ unbeschwert aufspielen. Und ja, ab jetzt gilt es einfach zu geniessen und alles reinlegen. Ich denke, wenn du bis im Viertelfinal kommst, dann hast du etwas Gutes gezeigt und bist so ein bisschen im Flow. Und das ziehen wir jetzt weiter, hoffentlich.